Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen bei Bayern Altenau TV und unserem Gastspiel am 8. Spieltag der Regionalliga Südwest bei Kickers Offenbach. Beim Stande von 0:0 hatten unsere Bayern die Möglichkeit, in Führung zu gehen. Zum Spiel Nils Fischer auf Maximilian Brauburger. Sein Schuss wird allerdings per Fußabwehr geblockt. 6 Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Kickers Offenbach diesen Angriff über die linke Seite zum 1:0 Führungstreffer abschließt. Weitere 5 Minuten später Bayern Altenau im Spielaufbau mit dem Ballverlust. Kickers Offenbach dazwischen und ebenfalls Florian Beuer schließt zum 2:0 der Kickers ab. 20 Minuten vor dem Ende dann der 3:0 entstand. Torschütze diesmal Marcel Sobotta. Diesmal gab es also nichts zu holen für unseren FC Bayern am Biberer Berg. Und wir machen fliegenden Wechsel und sind zu Gast beim Balinger SC. Im Kaiserstuhlstadion bestreitet unser FC Bayern Altenau die Nachholpartie der Regionalliga Südwest vom 6. Spieltag. Nach einem Abspielfehler im Mittelfeld die Balinger dann mit dem 1:0 Führungstreffer in der 15. Spielminute. Santiago Fischer bringt seine Farben mit 1:0 in Führung. Unsere Bayern versuchten aber sofort eine Antwort zu finden. Chet Okakrit nach Anspiel von Aredemir ans Außennetz. Nach einem Zuspiel wiederum von Aredemir auf Chet Okakrit, dann der 1:1 Ausgleichstreffer nach einer halben Stunde. Chet bereits mit seinem 3. Saisontor. In der 53. Minute dann ein schneller Vorstoß unserer Bayern durch Nils Fischer. Sein Abschluss allerdings vom Keeper der Balinger geblockt. Dann Einwurf für die Altenauer auf der linken Seite. Aredemir dribbelt sich in den Strafraum, wird weggecheckt. Und der Schiedsrichter reagiert leider nicht mit einem Elfmeter für Bayern Altenau. Hier sehen wir nochmal den Check. Noch größer wurde der Unmut unserer Bayern, als in der 61. Minute dieser lange Flankenball leider nicht in den Händen unseres Keepers landete, sondern Santiago Fischer seine Farben mit 2:1 in Führung bringen konnte. Eine Viertelstunde vor dem Ende dann dieser Flankenlauf auf der rechten Seite. Der Ball in die Mitte auf Mintigang, doch dessen Kopfball leider über die Querlatte. In der 79. Minute dann Aredemir mit einem weiteren Schuss aufs Tor der Balinger. Richtig hitzig wurde es dann nochmal, als Henok Teklap in der Nachspielzeit sich in den Strafraum dribbelte und unfair vom Ball getrennt wurde. Aber auch hier blieb die Pfeife des Schiedsrichters stehen. Bayern Altenau verliert also das Nachholspiel am 6. Spieltag beim Balinger SC mit 2:1.